Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go's Pokémon Sonnenöhr, meine Damen und Herren, wo wir heute, vermute ich mal, zu diesem wunderschönen Zielzeichen da unten gehen wollen. Folge jetzt mal einfach der Minimap. Ich mach's mir dann mal einfach. Ach, den Polizist soll ich fragen, wo ich lang muss. Halt's nicht mehr aus, ich muss jetzt einfach irgendjemand den Weg erklären, egal wohin. Hier ist auf hier aus nach Norden, gelangst du zur Bibliothek. Im Westen geht's zur Route 10 und im Süden liegt Route 11. Puh, das hat gut getan. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Polizist. Was? Ist das irgendwie so ein Klischee aus Japan oder so? Keine Ahnung, also hier machen Polizisten das doch eher weniger, oder? Ei. Wenn du die Inselwanderschaft erfolgreich bestehen willst, solltest du immer gut auf dich und deine Pokémon Acht geben. Danke. Danke für diesen Hinweis, meine Liebe. Ein Riesenpilz, schon wieder, ja. Wir finden aber jede Menge Pilze hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das entsetzt mich etwas. Aber wobei, das erklärt dann zumindest einige Geisteshaltungen, die so mancher in dieser Region hier scheinbar so mit sich rumschleppt. Skyfall erreicht Level 28, was ich dabei übrigens noch ganz kurz sagen musste. Ich hatte jetzt zwischen den Episoden, weil darüber ja tatsächlich Buch geführt wird, was wir so an Equipment und so mit uns rumtragen. Ich hatte dem Mitsunda Weiterentwicklungstyp Phoenix, habe ich hier sein Z-Ding gegeben und dem Pikachu erstmal das Voltium-Z oder wie das heißt. Also die passende Sache, das Pikachu-Z oder wie auch immer das heißt, werden wir dann eventuell später nochmal suchen, sollte sich das denn wirklich lohnen. Ich habe mich von einem Schwimmer zu einem Wanderer, der schwimmen kann, entwickelt. Es gibt auch Pokémon, die einen zusätzlichen Typ erhalten, wenn sie sich entwickeln. Damit vergleichst du dich also, ja, weil du jetzt schwimmen gelernt hast. Ja, dann bin ich wohl auch ein Pokémon, das sie entwickelt hat. Hi, sollen wir Tennis spielen? 2-1, kriege ich trotzdem in ihr Lappen. Das Training mit meinen Pokémon kann eigentlich nur von einem Sieg gekrönt werden. Ob sie eine Trainingsmethode bezahlt hat, findet man erst in der Praxis heraus. Demnach werdet ihr natürlich jetzt sterben. Fantastisch, Gott sei Dank. Also ich denke mal, dass diese Trainingsmethode sich sowas von gelohnt hat. Also sehr viel lohnender wird es ja dann quasi auch nicht mehr. Sportskanonen Gabrizia und Irek fordern mich aus. Was? Aus welchem Land stammen diese Namen? Habe ich noch nie gehört. Terribark und Datignis. So. Der Hund ist großartig. Ah, sehr hübsch. Oh, das ist so niedlich, dieses Spiel. Ist natürlich toll, dass ich jetzt... Mist, jetzt habe ich Skyfall hier. Ja, super. Und dann noch mit gesenktem Angriff. Gut. Das wird mit Sicherheit fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was die Typen sind. Moment, Flug. Ich gehe mal davon aus, dass der Vogel Flug ist, ne? Das müsste den Typ ja dann zumindest schon mal richtig aua machen. Hoffe dann jetzt mal einfach, dass der Hund, keine Ahnung, irgendwas ist, wo Psychokinese ganz normal Schaden dran macht. Das wäre fantastisch. Ich rate das jetzt mal einfach. Au. Das tut sehr weh. Ladungsschuss. Der Vogel müsste... Also ist der Hund tatsächlich... Moment, stopp. Was stand da jetzt gerade? Sehr effektiv. Ja, das war mir schon klar. Was stand da jetzt gerade? Ich habe gar nicht aufgepasst, aber ist egal. Läuft. Dafür dein Tignis tut. 700 Erfahrungspunkte. Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Terry Bark ist paralysiert. Ja, siehste. Hättest du die mal nie mit mir angelegt. Dafür kriegst du jetzt mit Psychokinesern auf die Fresse und dann... Warum sind... Ist das immer so gewesen, dass die Trainer dann einfach verschwinden in dem Moment, in dem die Attacke ausgeführt wird? Das ist mir nie aufgefallen. Jetzt mal davon aus, dass das einfach reicht. Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Ist ja scheißegal. Ich hoffe mal einfach, dass Pikachu-Typ in dem Molten jetzt einfach schnell genug angreift und dann Typ tot und dann... Wollte gerade sagen. Wenn der eine Pixel jetzt stehen bleibt, ich wäre mal wieder fürchterlich enttäuscht gewesen. Aber wir haben ja nochmal Glück gehabt. Also, läuft. Fast noch ein Level-Up. Rack erreicht Level 35. Apropos. Zauberschein? Ist das ein Feen-Ding? Das ist ein Feen-Ding. Ach, cool. 80 Schaden. Moment, was stand da noch? Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der dem Ziel Schaden zufügt. Also... Ich glaube... Aber die sind alle so gut, die Käferdinger. Aber wäre es nicht sinnvoller, lieber noch einen zweiten Feen-Angriff zu haben? Weil der hat ja auch nur 10 AP. Werden alle Statuswerte des Anwenders erhöht? Ja, aber nicht stark erhöht, nicht? Ich hoffe jetzt einfach. Ist egal. Wir machen das jetzt einfach so. Ich mache jetzt einfach lieber ausgeglichen und so, weil wenn ich mal Fee brauche und ich habe nur 10 AP, dann ist ein bisschen wenig, dachte ich mir. Und ich dachte, der Kampf wird ein Kinderspiel. Wie mich das jetzt ärgert. Mann, war mein Pokémon einfach nicht entspannt genug? Hätten wir doch nur eine längere Pokepause eingelegt. 1512. So. Apropos Pokepause. Die habe ich mit Sicherheit auch schon mal irgendwo gemacht. Meine armen Tiere. Kein Mensch kümmert sich um sie. Moment, das hätte ich wahrscheinlich gerne. Nein. Ist es jetzt wenigstens irgendwas, was wir fangen können? Oder wieder nur ein Donald? Nee. Yoshioko erreicht Level 35. Hör mal, bald noch 7 Level, glaube ich, bis zur Weiterentwicklung. Wenn mich nicht alles täuscht. Also das... Da sind wir dann langsam aber sicher auf einem guten Weg. Aber erstmal TM. Gib mir.
Gib mir tolle Sachen. Ich möchte jetzt was ganz Fantastisches haben. Gyro Ball oder Gyro Ball. Gyros Ball. Wahrscheinlich auch. Was macht der denn so? Typ Stahl, keine Stärke. Eine verzerrte Drehattacke. Je niedriger der Initiativwert des Anwenders im Vergleich zum Ziel, desto mehr Schaden fügt dazu. Au. Oh, das könnte dann aber schon durchaus nützlich sein für unsere langsamen, freundlichen Herrschaften. Also gerade für die Gastella wäre das ja dann schon beinahe nützlich, aber die kann die wahrscheinlich gar nicht nutzen, ne? Kann die wahrscheinlich gar nicht anwenden, weil die, schätze ich mal, keine Stahlangriffe lernen kann, ohne dass ich es jetzt wüsste. Bist du auch ein Trainer? Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich irgendwas übersehe hier. Ich denke nicht, dass ich hier was übersehen habe. Okay, also bist du möchtest auch auf die Fresse? In Carlos soll es Pokémon geben, die sich die Blätter von Pflanzen in den Mund stecken, die hier in Alola wachsen. Ist das jetzt irgendwas Schlechtes? Habe ich irgendwas verpasst? Gut, was machst du denn? Karate üben oder was? Ja, dann kriegst du mal auf die Fresse. Mein Velusi und ich machen jetzt ernst. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, danke. Ist nett, dass... nett, dass du mich dann zumindest darauf hingewiesen hast, bevor du mich auseinanderreißt. Vorschüler Lasse. Ja, dann lass du mal die Sau raus hier. Ha! Es ist mit Sicherheit, Menschen, die Lasse heißen, haben solche Witze mit Sicherheit noch nie gehört. Deswegen war das sehr, sehr witzig. Verstehst du? Muss man nur genau drauf achten, wie witzig das doch ist. Und dann lernt man das, weil dann alles fantastisch. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier noch nicht weiß, was könnte der wohl sein? Vermutlich irgendwas Feenartiges. Was ich natürlich jetzt machen kann, ist natürlich, ich könnte mal jetzt Unlicht versuchen, weil der Typ ziemlich hell aussieht. Wenn der jetzt eine Fee ist, beispielsweise. Moment, das macht überhaupt keinen Schaden, ne? Nein, das macht keinen Schaden. Ne? Dafür ist mein Spezialangriff stark gestiegen. Hey, Scheiße. Komm mal klar, Mann. Das war aber ziemlich finster jetzt, mein Freund. Was ist, wenn der eigentlich düster ist und ich jetzt damit den jetzt umhau? Was ist dann? Tja, wir haben mal was richtig spekuliert hier. Das ist ja geile Scheiße, aber wer hätte damit gerechnet, dass jemals irgendwer, also ich, richtig spekulieren würde? Dabei ist es doch so kuschelig weich. Entschuldigung. Es wollte meinen Pokémon töten. Dann werde ich mich ja wohl wehren dürfen. Aber scheinbar bei dir nicht in deiner Welt. Tipps für Trainer. Manche Z-Attacken erhöhen ein oder mehrere Statuswerte eines Pokémon, wenn es von Z-Kraft umgeben ist. Wurde nicht von Anfang an so erklärt? Das wusste dann vermutlich sogar ich. Darf ich diesmal was fangen? Haben wir diesmal irgendwas, was irgendwen interessieren könnte? Vielleicht ein kleines bisschen? Danke. Oh, Level Up. Wunderschön. Nehme ich gerne. Level 39, bald Level 40. Wahnsinn. Er hat da so eine hohe Initiative. Das ist immer sehr wichtig, dass der dann... Mit dem kann ich schnell one-hitten. Ich mag das Rage-Show sehr gerne. Also Nemolten hat gute Arbeit geleistet. Wer hätte gedacht, dass ich das jemals sagen würde? Hi. Gib mir tolle Sachen. Noch ein Riesenbild. Warum denn so viele Pilze? Ich bin ein kleines Kind. Verstehst du diese Regeln nicht? Skyfall erreicht Level 29. Hör, das geht ja mehr oder weniger fix. Phoenix auch Level 37. Heilige Scheiße. Ja, wir räumen ja richtig ab hier im Moment. Wahnsinn. Aber es liegt natürlich auch mit daran, dass die Level der wilden Pokémon im Moment oder mittlerweile relativ... Oder habe ich das Gefühl, zumindest relativ schnell relativ stark nach oben gegangen sind. Alola, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Lass mich mal sehen, wie viele Z-Kristalle du bisher gesammelt hast. Ausrufezeichen. So viele also. Ja, ich bin so viele Jahre alt. Ah, dieses Strahlenleuchtegelb, das muss dann Voltium Z sein. In Ordnung, dann öffne ich die Barriere für dich. Oh, hier liegt die Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Ich wünsche dir viel Spaß. Ach so, Geist, ja. Aber dann könnte jetzt natürlich Skyfall doch auch wichtig werden, weil die hat ja Geist. Aber erstmal den Typ hier verprügeln. Die sehen jetzt sowas von... Die sehen wirklich... Die sind dermaßen Ryu nach... Ja, wobei, ich meine, es ist halt ein weißer Karateanzug mit schwarzem Gürtel. Ein Wille versetzt Berge. Sagt er hinter einem... kleinen Stein, den er noch nie in seinem Leben bewegt zu haben scheint. Guter Mann. Kaigo, ja? Ist gut. Ist quasi, wenn jetzt ein Mensch namens Kai plötzlich ein Spiel namens Go bekommt, dann ist das Kaigo. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus möchte, aber das macht gar nichts, weil, haha. So, der Typ wieder, ich erinnere mich, der war lustig. Ach, da ist Psychokinese sehr effektiv gegen. Das ist ja fantastisch. Vielleicht kann ich den ja jetzt mal one-hitten, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Doch. Tja. Kaigo. Hast du wohl die Rechnung ohne Nemolden gemacht, ne? Also, selbst schuld. Sean erreicht Level 35. Geile, verdammte Scheiße. Mein Wille ist gebrochen. Das ging aber sehr, sehr schnell, Mr. Ernster Karateka. Also, das war schon, also Hardcore wäre quasi noch untertrieben. Flottball. Die sind gut, glaube ich. Also, zumindest hatte ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht, ja, was den Fang von hier Dingenskirchen angeht. Deswegen mag ich die ganz gerne. Weil, ich meine... Ich habe das Gefühl, dass das dafür sorgt, dass ich nicht zwingend die Pokémon in einen roten Bereich bringen muss, bevor ich sie fangen kann. Aber
Inselwanderschaftsschild. Drückst du im Bereich eines Pokémon den Y-Knopf, erscheint ein Diagramm, das dir verrät, wie stark seine Basiswerte ausgeprägt sind. Dieser Tipp wurde präsentiert von Captain Chris, der oft mit Fragen zu diesem Thema gelöchert wird. Sehr schön. Eine unwegsame, felsige Route. Heilige Scheiße. Jetzt kommen auch direkt zwei Routen hintereinander. Das haben wir so oft auch noch nicht, wa? Die Frage ist natürlich, warum hier so viele Geister dann sind, wenn die, ich meine, hey, Krutz! Wenn hier kein Friedhof ist, wollt ihr eigentlich noch gesagt haben. Tag. Ich bin mir bei der nie so wirklich sicher, ob die sich freut, mich zu sehen oder nicht, weil die so finstere Augenbrauen hat, also die so runtergehen und so. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ula Rula bereist man am besten auf dem Rücken von Pampros. Du hast mir auf Akala sehr geholfen. Also Dankeschön würde ich dir gern Pampros über den Pokomobilfunk zur Verfügung stellen. Wie? Echt jetzt? Komm schon, nur keine falsche Bescheidenheit. Okay, was bringt mir das? Ich habe da schon irgendwas, worauf ich schnell reiten kann. Hätte eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Malia City machen sollen, aber Lillys strahlende Schönheit hat mich geblendet. Ich hab's einfach verschwitzt. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Natürlich nicht. Zur nächsten Prüfungsstätte kommst du übrigens, wenn du hier immer geradeaus und dann wieder zum Dorf Capo gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Dankeschön. Dachte, du überlässt mir dein Pampros. Wollte aber nicht so sein. Was geht denn jetzt hier noch so? Die Steine kann ich wahrscheinlich nicht kaputt. Seid ihr Trainer? Du bist kein Trainer. Wenn es auf Route 12 einen König gibt, dann bin das wohl ich. Du darfst gegen mich kämpfen, wenn du alle Trainer besiegt hast. Okay. Die Typen gibt es nicht auf jeder Route, ne? Habe ich mittlerweile, glaube ich, festgestellt. Mit dem Pampros-Galopp kannst du selbst das unwegsamste Gelände durchqueren. Ja, ich habe verstanden. Ist natürlich dann jetzt die Frage, ob ich den lieber shortcutten soll. Also ich denke mal, dass ich den häufiger nutzen würde als Bisbarg. Deswegen mache ich das jetzt mal einfach so. Wir machen das jetzt mal einfach so. Wenn ich Bisbarg denn dann mal alle Jubeljahre brauche, dann... Geile Scheiße. Dann können wir den immer noch entweder wieder shortcutten oder einzeln dann halt mal rausholen. Feuerheiler. Sehr schön. Und natürlich Zigarrenwürfel. Sehr schön. Das ist das Coolste, Mann. So diese Collectibles. Ich meine, ich würde blind nie im Leben auf die Idee kommen, die jetzt alle einzeln zu suchen. Aber... so für den Moment, die immer einzeln zu finden, das ist hübsch. Das ist so eine Kleinigkeit irgendwie, man freut sich dann, die Dinger zu finden, auch wenn man sie eigentlich gar nicht so wirklich braucht. Trotzdem cool. Die Dinger, ich gehe mal davon aus, dass da jetzt hier Madame Skyfall einiges Positives zu beitragen könnte. Allerdings ist natürlich jetzt schon wieder die Sache Level 29 gegen Level 29. Das könnte natürlich dann jetzt schon wieder zu Problemen führen. So wie ich mich kenne, wird es das vermutlich auch tun. Lichtschild, ja. Also macht nur Verteidigung hoch. Okay. Stärkt gegnerische Pokémon. Was? Ich hab doch gar nicht aufgehört. Mach doch mal langsam. So schnell kann ich ja gar nicht lesen. Ich bin alt und gebrechlich. Beides. Macht das jetzt bitte viel Schaden? Das macht... ja, doch. Da kann ich mit leben. Oder ist also vielleicht mal eine Gegend, wo ich Skyfall ein kleines bisschen leveln kann. Das wäre fantastisch. Da können wir die mal zumindest so in die Richtung von allen anderen bringen, was das Level angeht. Die! Zumal der sich jetzt nicht mal mehr so wirklich gewehrt hat. Also... da kann ich mit leben dann. 400 D. Sehr schön. Ja, wenn es quasi nicht so traurig wäre. Orientiert sich eigentlich die Experience Points, die die anderen durch den EP-Teiler bekommen, daran, wie viel das Haupt-Pokémon im Kampf bekommen hat? Oder orientiert sich das daran, wie viel es bekäme, hätte es selbst den Kampf bestritten? Also was ich damit meine ist, wenn ich jetzt irgendwas habe... also sagen wir mal, Skyfall ist ja Level... fuck. Moment. Nee, das war vollkommen dumm jetzt, ja. Skyfall ist ja Level 29. Der Molten ist Level 39. Der Molten besiegt jetzt ein Pokémon, das Level 29 ist, bekommt dafür natürlich relativ wenig Experience Points. Bekommt dann Skyfall die Hälfte der Experience Points von die den Molten bekommen hat? Oder bekomme ich dann dafür die Hälfte der Experience Points, die Skyfall bekommen hätte, hätte sie den Kampf bestritten? Das ist so eine Frage, die mich gerade mal so interessiert. Wenn ich raten müsste, tendenziell eher die Hälfte von dem, dass das Haupt-Pokémon im Kampf bekommen hat, oder? Also, schätze ich zumindest mal, wenn ich jetzt raten müsste. Ich hoffe, das wird jetzt Aua machen. Bleib immer mit der Ruhe hier. So, sonst wirst du nämlich weggeschmückt beim Siedewasser. Und dann stehst du da und weißt selbst nicht mehr, was du dazu sagen sollst. Wärst du mal nicht so ein dummer Esel gewesen. Fantastisch. Sehr schön. Oh ja, wir haben wieder das höchste Niveau, das jemals ein Mensch erreichen konnte. Also, das war jetzt aber zwei sehr, sehr schnelle Kämpfe hintereinander. Jetzt muss ich die ganze Zeit hier hin und her wechseln zwischen normal laufen und Pampros. Wobei, ich kann theoretisch auch einfach beim Pampros bleiben, ne? Hier ist bestimmt irgendwas, oder? Guten Tag.
Ich glaube, ich möchte zuerst hierhin, in der Hoffnung, dass hier irgendwas versteckt ist. Da ist bestimmt was. In diesem dünnen Durchgang ist bestimmt was versteckt. Ach, hi. Ich habe eigentlich, ja, eigentlich bin ich jetzt auf Schnitt vorbereitet, aber das... Oh! Oh, das Ding möchte ich fangen. Oh, das Ding wird gefangen. Ein Kurtel! Was ist denn jetzt los? Die Dürre wirkt. Also ist das auch so ein Bodending, ja? Ich gehe mal davon aus, dass das Ding jetzt Boden ist. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich den... Oh, bitte nicht one-hitten. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich will den ja jetzt eigentlich nicht... Ich will den jetzt eigentlich nicht one-hitten. Das ist jetzt das Problem. Ich hoffe jetzt mal einfach... wahrscheinlich werde ich das tun. Fluch, ja. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird nicht ge-one-hitted. Ich meine, so stark ist ja Miss, Madame Gastella nicht. Die Verteidigung steigt auch noch. Wahrscheinlich macht das jetzt überhaupt keinen Schaden. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus, weil dann kann ich den jetzt nochmal angreifen und dann ist er nämlich rot. Warum macht das so viel Schaden? Das ist nicht sehr effektiv, aber dermaßen viel Schaden, komm mal klar, wegen der Dürre, oder was? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt wegen diesem Dürre-Ding da ist, ne? Wenn ich raten müsste, bitte rot, danke. Fantastisch. Wer wird denn eine kleine Schildkröte? Mit einer kleinen Dampfwolke auf dem Rücken. So ein niedliches Ding. Das hätte ich wirklich gerne. Wenn der Team nicht schon voll wäre, würde ich das wahrscheinlich sogar mit reinnehmen, ehrlich gesagt, weil... Das ist schon ziemlich fesch. Ich gestehe, das ist schon ziemlich fesch. So, bitte jetzt im besten Fall sogar im First Try. Dann bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden mit meiner kleinen Schildkröte. Komm, wir grinsen auch alle freundlich. Wir sind alle heute, weißt du, wir sind heute alle dein Freund. Fantastisch. Nein, ich dachte, das wäre dann schon... Nein! Du kannst mir doch nicht dermaßen das Herz rausreißen. Das ist aber nicht sehr nett jetzt. Wir waren doch schon fertig. Ich bin sprachlos. Wie kann man so böse sein? Das Ding soll ich jetzt noch fangen? Ich meine, gut, passt ja dann eigentlich auch zu... perfekt in mein Team, nicht wahr? Bitte bleib da jetzt drin. Nein, du wirst da jetzt nicht wieder rauskommen. Danke, meine Fresse. Dafür so ein Aufwand, weißt du? Normalerweise wären längst fertig gewesen, aber stattdessen machen wir erstmal Aufstand. Man muss dann halt wieder die Prioritäten und so setzen, ne? Das ist immer wichtig. Naja, ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ist das eine Weiterentwicklung von irgendwas oder ist das Ding einfach... einfach so da quasi. Es ist einfach einzeln, sonst würde da jetzt irgendwas stehen, oder? Ich glaube schon, ja. Ist okay, nehmen wir dann so hin. Ja, dafür sind wir hier. Wir müssen nämlich rascheln, das ist das Wichtigste. Weil rascheln ganz, ganz oben auf der Liste steht. Dafür nehmen wir dann wunderschön dieses Zettelchen. Troppelpill. So spricht man das manchmal auch aus. Das machen wir jetzt so wie damals als kleine Kinder immer dann irgendwie Wörter einfach irgendwie umgeschrieben haben. Das passt eigentlich ganz gut. Wir haben einen Hanf... Also eigentlich heißt er ja Hanfkoloss. Aber ich glaube gar nicht, dass das passt. Wenn ich Glück habe, passt das jetzt nicht und dann darf ich ihn offiziell Hanfkloß nennen. Aber... Ja, wobei, ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Ja, dann wollen wir mal nicht so sein. Komm, normalerweise würde ich den Namen jetzt natürlich vollkommen unabsichtlich verhunzen, aber... Dann nehmen wir so einen Hanfkoloss. Und der ist eine Schildkröte und Schildkröten-Hanfkoloss passt. Weil der Typ hat ja auch so eine Rauchwolke oben drauf. Das kann ja nur ein Hanfkoloss sein. Also entschuldige mal. Also sehr, sehr viel näher an sowas kommen wir ja gar nicht ran, so optisch. Hoffe ich. Ansonsten werde ich es bereuen, den jetzt so benannt zu haben. Ach, das ist einfach nur ein zweiter Weg hier rum. Aber ihr seid einfach nur normale Trainer, oder was? Wie lahm ist das denn? Ich dachte, wir machen jetzt hier was Besonderes. Ich dachte, wir hätten eine besondere Beziehung zueinander. Stattdessen ist das einfach nur ein stinknormaler Paarkampf, oder was? Ach nee, aber das sind auch bestimmt Punker, gar keine Skulltypen. Daran liegt's. Das Wetter in Alola ist immer so verflixt gut. Könnte ich echt ausrasten, verstehst du? Nur Trainer, die selbst nichts drauf haben, schieben Niederlagen auf ihre Pokémänner. Rate, wer nach diesem Kampf seine Niederlage auf seine Pokémänner schieben wird. Guten Tag. Panka, du, Lizzie und Steffen fordern mich heraus. Also Lizzie sieht schon sehr, sehr böse aus, ne? Also jetzt muss ich aber ganz sagen. Die sieht aber wirklich richtig schlecht gelaunt aus. Was ist das denn für hübsche Bälle? Die hätte ich auch gerne. Also die waren schon sehr, sehr attraktiv, sagen wir mal so. Ich habe jetzt die Frage, was diese Typen so sind. Die sehen sehr, sehr steinig aus, wenn ich jetzt raten müsste. Deswegen spare ich mir das Elektro-Ding jetzt mal einfach direkt. Versuche mal Yoshioko. Und gleichzeitig auch noch Phönix, weil Phönix stark. Aber schwach gegen Boden und das war jetzt eigentlich eine ziemlich dumme Idee, ne? Das war jetzt wahrscheinlich eine sehr, sehr dumme Idee, aber sogar. Wir nehmen dazu hin. Wir versuchen einfach trotzdem. Ich hätte Gestein von Skyfall nehmen können, ich Trottel. Shit! Oder? Ja doch, klar. Oder nicht? Oder täusche ich mich gerade? Ich glaube schon, dass ich das... Nein! Pam, pam! Nein! Nein!
Fies. Fies. Einfach nur fies. Kann ich jetzt trotzdem damit noch angreifen? Wahrscheinlich nicht, oder? Krieg ich jetzt nicht noch die Möglichkeit, hier mit anzugreifen, oder? Wo komm ich? Skyfall kann angreifen. Ach, geil. Ja, dann ich versuche jetzt einfach mal Felsgrab. In der Hoffnung, dass das Ding sieht ein bisschen erdig aus. Deswegen mache ich das jetzt mal einfach. Weiß nicht, warum ich das dann jetzt hier nutze, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. Der rechte Typ sieht auf jeden Fall weniger nach Erde aus als der linke, deswegen versuche ich das jetzt mal einfach. Na, von mir aus. Zumindest neutral. Also ist dann ja. Alter, komm mal klar, verfickte Scheiße. Danke. Habe ich mitgekriegt. Das heißt, was wird der denn dann wohl sein? Nein, 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 nein. Warum machen die alle so viel Schaden? Sind die Wasser oder was? Dann müsste ich einen, der hätte ich an den Molten direkt behalten können. Sollte dem denn so sein? Ja, toll auch. Ja, okay, Moment. Ich bringe jetzt erstmal, zuallererst bringen wir mal den Typ hier um und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Problem weniger. Ich hoffe mal, dass der andere Typ mich dann jetzt nicht einfach umbringt, instant. Schon gar nicht in den Molten, weil das ist jetzt im Prinzip die einzige Hoffnung, die ich überhaupt noch habe. Was natürlich jetzt wieder fantastisch gewesen wäre, wenn das jetzt wieder eins von diesen 5% gewesen wäre, die nicht treffen. Weil es hat ja nur eine Trefferquote von 95, wenn mich nicht alles täuscht. Vermute mal, dass damit Prozent gemeint sind, ne? Gehe ich zumindest mal von aus. Nee, schon Moment. Nein, 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 shit, das ist mit Unlicht. Shit. Fuck, da hätte ich tatsächlich drauf kommen können. Ach. Jetzt gehe ich aber richtig auf die Schnauze hier, alter heilige Scheiße. Ja, dann versuche ich mal das Ding hier. Ich gehe mal davon aus, dass die Federn gut gegen den wäre. In der Hoffnung, dass das stimmt. Aha. Oder der Typ ist einfach stark gegen mich wieder. Das wäre natürlich, ja. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Ich rechne mit dem Schlimmsten und dafür werde ich vermutlich jetzt auch richtig auf die Fresse kriegen. Toll. Mach bitte viel Schaden. Das sieht gut aus. Danke. Tschö, du Arschkrampe. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich erstmal zwischen den Episoden die Typen wieder beleben gehen. Glauben die, wer die sind? Wir müssen auch irgendwie freundlich sein. Das war selbst für meine Verhältnisse echt schlecht. Ach, geht eigentlich. Darf ja wohl nicht wahr sein. Komm nochmal, ich will eine Revanche. Also schieb's doch nicht auf seine Pokémänner. Hätte ich jetzt aber zwingend mit gerechnet. Meine Damen und Herren, für diese wunderschöne Beinahe-Katastrophe bitte Like-Button kaputt kloppen. In den Kommentaren. Ja, war gut, ne? Also. Als nächstes Geister-Pokémänner. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also. Da wird dann wahrscheinlich, schätze ich doch mal, tatsächlich Skyfall mehr Relevanz haben, weil die ist ja Geist. Wobei Geist ja auch schwach gegen Geist ist. Sowohl stark als auch schwach. Und dadurch, dass sie so langsam ist, werde ich wahrscheinlich tendenziell eher keinen Geist nutzen, wa? Toll. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dodo offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.